Jetzt ist 3 Minuten, jetzt muss ich schnell spielen. Hier muss man viel rechnen, ne? Dieses Pre-Moven hat den Nachteil, dass man eine Figur irgendwo sieht, wo sie noch nicht steht. Da kommt man durcheinander. Auf den geht der hier. Und ich drohe dem, den D4 zu bekommen. Er kann natürlich hier nehmen, das ist klar. Nicht drum matt. Das heißt, ich behalte hier einen Bauern, ne? Und Dame D6 ist sehr stark. Das tauscht die Türme, die Damen. Und das Turmendspiel muss ja mega gewonnen sein. Na, viel schneller. C4, C5 ist viel genauer. Was passiert auf den eigentlich? Ich will Schach geben können hier und dann wieder zurückgehen. Na, wir gehen einfach zurück. Und verhindern H3. Ich müsste viel schneller sein hier mit B6 gleich. Was mit Schach? Yes! Ah, schönes Ding! Schönes Ding zum Abschluss, das reicht mir. Das gibt mir eine Genugtuung für den Abschluss heute. Wieso habe ich halt die ganze Zeit mit dem kleinen Bild egal. Mach's gut, Sloviran. Ciao, ciao. Ole, ole. Das ist eine schöne abschließende Partie. Da gehen wir nochmal kurz in die Analyse rein. Das ist alles meine Analyse übrigens, Freunde. Mein erstens E4-Kurs, Repertoire, genau diese Variante gegen Französisch. Das ist alles bis hierhin, alles analysiert von TBG. Auch das noch, hierhin noch. Läufer D7 auch. Und genau, nehmen, nehmen, nehmen. Das habe ich auch noch analysiert. Und jetzt spielt er den und gibt mir den Bauern. Und ich stehe klar besser. Erstens E4-Kurs, Komplettrepertoire von The Big Greek. Bulletproof kommt raus, Black Friday. Habe ich in den letzten Jahren rund um die Uhr gearbeitet, letzten Monate, Wochen. Wie verrückt. Ich gehe auf den Krückstock. Langsam, ich muss noch 2 Videos abdrehen, dann bin ich durch damit. Und dann wird es Black Friday veröffentlicht. Für schlappe 150 Euro. 25 Rabatt, 25% Rabatt gibt es. Black Friday, das könnte man auch für 1000 Euro verkaufen, so viel Arbeit wieder drin steckt. Ich habe viel zu viel dran gemacht. Für alle, die E4 spielen, ein absolutes Muss. Mein Gott, die Partie habe ich ja richtig sauber zu Ende gespielt. Dame D6, ein richtig feiner Zug. Äußerst souverän. Da gibt's nichts zu meckern. Äußerst souverän. Da muss ich mich selbst mal loben. Matt in 7 steht hier. Habe ich natürlich gerechnet.